Miau, willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Hier kommen schon wieder diese bösen Spinnen. Laufen wir direkt mal drüber. Ja, ich hatte jetzt über einen Monat Pause. Ich habe auch immer noch Pause, so ist es nicht. Es geht nicht ganz offiziell weiter. Aber ich hatte einfach mal wieder Lust, Harry Potter weiterzuspielen. Und da habe ich gedacht, bevor ich jetzt hier ein privates Spiel anfange, kann ich doch auch mal wieder eine Runde für euch aufnehmen. Denn ihr fehlt mir. Leute, da habe ich meinen Stift runtergeschmissen. Ja. Den Kontakt mit euch vermisse ich ganz doll. Das Spielen und so natürlich auch. Ach, hier waren wir. Kann es nicht sein, dass ich das hier irgendwie erst nochmal nachspielen wollte? Weiß ich nicht mehr. So lange ist her. Wir machen hier jetzt weiter. Ja, es ist jetzt gerade Donnerstagmorgen, 7:30. Und ja, ich dachte mir, ich habe ganz lange nicht mehr morgens sehr müde vor meinem Rechner gesessen und habe aufgenommen. Wie war das hier denn eigentlich noch? Seht ihr mal. So verwirrt bin ich jetzt schon. Okay, moin. Auf dich habe ich keinen Bock. Ja, mir geht's gut. Ich weiß noch nicht, wann ihr diesen Part seht. Ich schätze mal für Donnerstag. Direkt wird es nicht reichen. Aber je nachdem, wann ihr das seht, am Montag, dem 18. Januar, beginnt jetzt auch endlich meine Yoga-Lehrerausbildung. Da freue ich mich schon ganz doll drauf. Das ist so ein bisschen mein persönliches Highlight für 2016 und wahrscheinlich auch für 2017. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Wunsch. Ach ja, genau, hier waren wir. Oh, ich erinnere mich. Den ich mir da erfülle. Und theoretisch habe ich im Moment dazu kein Geld. Aber ich habe im Moment dazu Zeit. Denn die Jobsuche war leider noch nicht erfolgreich. Ärgert mich total. Aber was will man machen, ne? Das heißt, es gibt nicht sehr viele Stellen. Auf die wenigen Stellen bewerben sich dann natürlich super viele. Sag mal, du Arschloch. Super viele Leute. Und dann ist das gar nicht so einfach, einer davon zu ergattern. So ist das halt. Vor allem, entweder ist man nicht gut genug, weil man natürlich am besten 30 Jahre Berufserfahrung hat, aber frisch aus der Uni kommen soll. Ja. Aua! Du schon wieder, ne? Du bist echt, du bist hier der Oberknipp. So. Die Problematik kennen ja sicher einige von euch auch. Entweder ist es nämlich so rum, oder man ist dann überqualifiziert, weil man sich mit seinem blöden Master zum Beispiel auf eine Buchhändlerstelle bewirbt. Jetzt ist es nun mal so, dass ich arbeitstechnisch die meisten Erfahrungen im Buchhandel habe und nicht so sehr in Verlagen. Und ich habe ja Buchwissenschaft studiert, also es ist so ein bisschen Buchhandel und Verlagswesen und Buchhandelsgeschichte, ja, so kann man das sagen. Oh, ich bin direkt hingelaufen, ist auch gut. Und das ist nun mal jetzt auch kein Job. Also, es sucht niemand einen Buchwissenschaftler, ja. Es ist halt so ein bisschen schwammig alles. Und ja, wie gesagt, dafür ist der Stellenmarkt nicht so gut, aber man kann jetzt auch irgendwie nicht für ewig arbeitslos sein. Es wird schon sich irgendwas finden. Hoffe ich zumindest sehr. Ich bin meinen Eltern nun endlich dankbar, dass sie da von Geburt an sehr gut für mich vorgesorgt haben, sodass ich das tatsächlich mir auch jetzt erlauben kann, diesen Luxus von der Yoga-Lehrerausbildung. Bin ich wirklich unendlich dankbar für. Ich kann euch nur raten, wenn ihr Kinder habt, legt einfach frühzeitig an. Selbst wenn ich keine Yoga-Lehrerausbildung machen würde, kriegt man ja nach dem Studium auch nicht wirklich Arbeitslosengeld. Man hat ja auch kaum gearbeitet, ja, nur meine paar Nebenjobs. Und es kann halt einfach, egal was man studiert hat, egal wie der Arbeitsmarkt ist, immer mal zu einem Engpass kommen. Und da ist es schon gut, wenn man ein paar Rücklagen hat. Wir haben bekommen Beatrix Bluxem, 1794 bis 1810, Author of the Toadstool Tales, a series of children's books since banned because they have been found to cause nausea and vomiting. Ja, super Kinderbücher, würde ich sagen.
Ja, aber ich versuche da ein bisschen Ruhe zu bewahren. So lange suche ich ja auch noch nicht. Es ist ja tatsächlich so, dass irgendwie der Durchschnittsstudent auf jeden Fall mal ein halbes Jahr nach der Uni arbeitslos ist. Also bin ich noch völlig im Rahmen. Ich habe noch ein bisschen Zeit dafür. Nee, und ich denke mal, das Richtige wird sich schon irgendwann finden. Und ansonsten freue ich mich wahnsinnig darauf, mich dann jetzt auf meine Yoga-Lehrerausbildung zu konzentrieren. Ich mache Yoga schon richtig, richtig lange. Ja, komme ich von der anderen Seite wieder raus, okay. Ich bin jetzt 26 Jahre, so ziemlich seit 10 Jahren. Ja, das gefällt mir hier noch. Ah! Suddenly Pixie. Ja. Und so ein bisschen freue ich mich darauf, dann einfach mich noch viel besser damit auszukennen und sehr viel tiefgehender damit zu beschäftigen. Also nicht nur mit den Körperübungen, sondern auch Yoga ist ja eigentlich, das Hatha-Yoga, mit dem man übt, ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner Teil davon. Es ist ja eigentlich so eine ganze Lebensphilosophie, so ein bisschen wie der Buddhismus, hat schon viele Ähnlichkeiten, finde ich. Für den ich mich ja auch sehr interessiere, und wenn mich jemand fragt, was ich für einen Glauben habe, hätte ich auch bisher schon immer den Buddhismus genannt. Wobei das ja auch eher, wie gesagt, eine Philosophie als ein Glauben ist, aber ich finde halt, da soll sich jeder das suchen, was zu ihm am besten passt, was ihm am meisten zusagt. Und ja, deshalb verspreche ich mir von dieser Erfahrung jetzt aber eben einfach sehr viel und freue mich darauf. Ja, so viel war mein Stand der Dinge. Ansonsten bin ich ganz viel selber am Zocken im Moment. Tatsächlich suchte ich aktuell Animal Crossing auf meinem 3DS wieder ganz, ganz viel. Ich hatte da jetzt lange Abstinenz. Aber jetzt geht's da weiter. Bin wieder voll angefixt. Echt, ich habe gestern mehrere Stunden da dran gesessen. Und hallo. Ja, das mache ich ganz viel. Und was ich im Moment auch spiele, und ich kann es jedem von euch echt nur empfehlen. Ich habe es auch schon mal gepostet. Wo war das jetzt? Habe ich verpasst. Habe ich vercheckt gerade. Ist Never Alone. Das ist ein unglaublich fantastisches Spiel. Wunderschön gemacht. Man lernt auch viel dabei. Also es ist so ein bisschen, es geht halt um so ein kleines Inuit-Mädchen und ihren Freund, den Eisfuchs. Und man kann es auch zu zweit spielen. Wohl habe ich das noch nicht gemacht, stelle ich mir aber gut vor, weil man abwechselnd, oh, das kann ich hier gut gebrauchen, weil man abwechselnd das Mädchen und den Fuchs spielt. Und es macht echt viel Spaß. Es ist auch optisch sehr, sehr schön und von der Story auch. Und man schaltet dann immer solche kleinen Lehrvideos frei. Also ganz toll gemacht. Devlin Whitehorn, 1945 to present, founder of the Nimbus Racing Broom Company. Ah ja. Haben wir den netten Herrn auch mal gesehen. Ja, und jetzt interessiert mich natürlich brennend, was macht ihr so? Wie geht's euch? Ja, es haben ja auch schon viele geschrieben und dank dem Moolibert habe ich das auch relativ früh schon erfahren, dass Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, schon am 28. Januar, glaube ich, ist es, für PC rauskommt. Ja, sehr geil. Viel, viel früher als erwartet. Von daher hätte das mit meinem Replay auch gar nicht gereicht. Aber ich muss euch da jetzt auch schon sagen, aber ihr denkt euch das wahrscheinlich auch schon, dass ich das erstmal für mich spielen werde. Oh nein, fick dich, Peeves. Bla. Und aber ich halte euch sicherlich auf dem Laufenden per Twitter, wie ich es denn so finde. Aber fürs Erste spiele ich das selber mal ganz gemütlich durch. Na, so viele hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich heb den mal auf. Wer weiß, hier ist ja immerhin gerade Peeves unterwegs, ne?
ja, auf jeden Fall wünsche ich allen PC-Spielern, die dann auch endlich, so wie ich, in der Lage sind, es zu spielen, ganz viel Freude dabei. Achso, hiermit springe ich. Oh, bitte. Wenn ihr euch nämlich mal erinnert, wann wir das letzte Mal gespeichert haben, das ist hier schon wieder scheiße. Viel zu wenig Speicherplätze. Yay! Ich wollte noch gar nicht so weit hier gehen. Wir haben uns noch gar nicht überall umgesehen. Das reimt sich sogar. Ja, freue ich mich drauf. Und was macht ihr? Wie hat euer 2016 gestartet? Was erwartet ihr in diesem Jahr? Macht ihr eventuell euer Abitur? Macht ihr einen Uni-Abschluss? Beginnt ihr eine Ausbildung? Sucht ihr auch einen Job, so wie ich, und findet es scheiße? Und berichtet. Ich vermisse doch den Kontakt zu euch so sehr. Ja, wenn es nach mir ginge, hätte ich ja übrigens Alien zuerst fertig aufgenommen. Problematik ist bekannt. Ich danke euch auch für eure Tipps. Ich habe allerdings nicht vor, nur wegen einer derzeitigen Problematik mit dem letzten Grafikkarten-Update komplett meinen Rechner neu aufzusetzen. Irgendwann wird sich das schon lohnen, aber da habe ich jetzt im Moment echt keine Lust zu. Ich poche im Moment einfach eher darauf, dass mal ein neues Update kommt. Hi Froggy, ich brauche dich noch nicht, tut mir leid. Wenn ich dich brauche, bist du nicht mehr da. Ja, und dann würde ich das auch echt gerne mal fertig machen. Jetzt sind wir wieder hier, fein. Kann ich jetzt einfach hier runter? So. Oh, direkt. Kann der Frosch mal zu mir hier runterspringen kommen? Bin schon wieder völlig überfordert hier. Ja, und ansonsten, um gerade nicht wahnsinnig zu werden in der Arbeitslosigkeit, mache ich einfach super viel Sport. Halt natürlich auch viel Yoga. Außerdem sind jetzt ja auch die Hindernisse für den Tough Mudder dieses Jahr bekannt geworden. Es ist auch ein neues dabei. Es sah ziemlich lustig aus. Ich bin gespannt. Okay, du bist verbuggt. Stört mich nicht. Von daher gilt es da natürlich auch, fit zu bleiben und Kraft und Ausdauer zu trainieren. Es soll jetzt mal hier schneien angeblich, also auch ekliger Schneeregen. Deshalb war ich schon ganz, ganz viel joggen, als das Wetter noch gehalten hat. Denn wer weiß, wie das jetzt in nächster Zeit ist. Ich habe zwar gute Winterlaufkleidung, aber wenn es dann so glatt ist, dann... Oh, oh. Oh Gott sei Dank, er hat gerade nicht aufgehört, sich zu drehen, so wie Lara damals. Wisst ihr noch? Das war so schrecklich. Aber wenn es glatt ist, will ich das ja auch nicht machen. Und ja. Den ganzen Part über Update von mir gegeben. Vielleicht hat es euch auch gar nicht interessiert. Weiß ich nicht. Egal. Ich hoffe, ihr freut euch auch drüber, dass es ein bisschen weitergeht. Ich finde es gerade total schön. Ich bin zwar noch müde, ihr hört es auch an meiner Stimme. Aber genauso erinnert mich das Zocken einfach so an meine Kindheit. Es ist noch früh, es ist draußen dunkel und kalt, es ist halt Winter. Und das war früher immer so schön. Vor allem gerade auch hier bei diesem Harry Potter Spiel, was ja damals auch so, dass ich das zu Weihnachten bekommen habe. Und da muss man natürlich immer früh aufstehen und dann direkt weiterspielen. Am Familien-PC im Wohnzimmer war das damals noch. Da hatte ich noch keinen eigenen, als dieses Spiel rauskam. Aber so muss das auch. Ich fand das schön. So, Pflanze 1 ist ausgeschaltet. An die komme ich nicht dran. Ich würde gerne auf Nummer sicher gehen, ne? Das heißt eigentlich, kann ich hier rüber runter? Eigentlich nicht, ne? Nö. Toll. Warum habe ich... Na gut. Ich habe jetzt hier überhaupt nicht alles gesehen, ne? Ist ein bisschen blöd. Ich hätte manchmal
Hiervon habe ich wahrscheinlich keine Map. Wenn doch, dann ärgere ich mich jetzt. Nö, habe ich nicht. Tja, da kann ich auch nicht gucken, wo ich noch hin muss und wo es weitergeht. Naja. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, das war der erste Part. Ich habe euch so ein bisschen up to date gebracht. Ich nehme jetzt noch einen auf. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wann ihr das Ganze hier sehen werdet. Schauen wir doch einfach mal. Ich danke euch sehr, dass ihr wieder zugeschaut habt, falls ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe doch sehr. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr seid auch beim nächsten Part wieder mit dabei, wann auch immer der kommt. Macht's gut.